Also Matteo meinte zu mir 21:30, glaube ich. Aber ich bin mir nicht sicher. Da müsst ihr Matteo fragen. Matteo plant die ganzen Sachen immer. So. Brauchen ein Lager gleich auch. Schon mal eine Battery. Weg. Das kann weg. Haben wir noch eine vierte Mine? Oder gehen wir direkt auf den Tag? Können wir direkt auf den schnellen Tag gehen? Ja, komm, wir gehen auf den Tag. Wir nicht. Dann können wir Minen bauen. So, sehr gut. Jetzt können wir erstmal das hier alles wegmachen. Ein bisschen vorne dran. Ability Tag vorbereiten. Windrad. Lass kurz switchen, damit wir noch eine Mine setzen können. Hier wartet uns erstmal gar keine Gefahr auf der Map. So. Lass mal große Boxen ziehen hier. Dann 60. Haben wir schon mal unsere erste Kennbox. Er floatet sehr viel. 905.000. Baut jetzt noch eine Mine. Okay. Ja, wir bauen erst eine Kennen und dann hau ich hinterher, würde ich sagen. Dass unsere Ressourcen ein bisschen besser sich ausgeht. So, dann brauchen wir jetzt ein Lager. Checken wir mal. Zwei davon und noch ein normales Lager. Muss auch achten, was er baut. Und jetzt seine Cannon. Machen jetzt lange Boxen als zweites. Dann wieder kurze. Immer abwechselnd gegen Kentech. Kleine, große. Haben wir gelernt. Scheint nicht Richtung Howie zu gehen. Ein drittes davon. Und den Howie könnten wir hier reinplacen. Wobei, das ist ein bisschen tief, ne? Eigentlich müsste der Howie eher da sitzen. Wobei, könnte klappen. Hier ist er sicherer auf jeden Fall. Dann packen wir ihn hier rein und versuche ich hier so komische Doors zu ziehen. Seine Cannon kam deutlich nach meiner, also ich muss nicht direkt jetzt hier Türen reinziehen, aber ich sollte es jetzt zeitnah machen. Direkt nachdem der Howie sitzt. So, erstmal das hier hoch. Double Bracen. Zu machen. Dann brauchen wir Türen. Double Bracing. Total. Das geht noch.
einfach mal reinschießen und ein bisschen Damage machen. In seinen Windräder, das ist schon mal gut. Wir wollen nicht, dass das gleiche mit uns passiert, deswegen kannst du mir hier ein Schild rein. Ein Sandsack. Oh, bei denen lasse ich mal weg. Soll ich hier noch ein Windrad platzieren, oder? Nee, geht nicht. So. Hier irgendwie so. Schwer hier kleine Türen irgendwie reinzubekommen. Beste Welle wieder. Schild erneuern. Das hier alles Background-Holz zu machen wieder, war auch ein bisschen Pain. Hier wegmachen. So müsste es, glaube ich, gehen. Gucken, was bei ihm abgeht. Er hat nur eine Cannon. Ah, hier ist noch eine Strebe. Und hier ist auch noch eine. Boah, hier ist keine Haube, die da schießen. Ich mache jetzt mal ein bisschen Stahl rein. Auszugeben, weil ich habe super viel am Floaten gerade. Durchkommt. Da unten Gunner. Wieso ich die gerade nicht gesehen habe, ehrlich gesagt. Doublen. Ich brauche jetzt einen Mörser, damit wir die Gunner einmal triggern können. Ich denke, es ist super geil, den wir haben, aber ist okay. Mal gucken, ob ich hier was snipen kann. Von da oben aus. Auf jeden Fall hier. Upgrade? Was upgrade er? Ja. Ein Gunner? Er upgradet seinen Gunner gerade, warte mal. Jetzt können wir schießen. Warte mal, hä? Nee, eine Mine. Ach, die Windräder waren so, Leute. Verguckt. So, wir holen uns jetzt einfach gleich einen Mercy. Er hat upgrade seine Gunner irgendwie zum Machine Gunner, warum auch immer. Weil sie sich irgendwie kurz bewegt haben da unten. Rein. Ja, also nach hier hinten. Auch noch Batteries im Idealfall. Eine so. Ein, zwei Windräts. Das ist okay. Jetzt hier dann Eco. Okay. Auf den Hotkey. Die Windräder bekommen wenigstens. Wir müssen jetzt selber auch mal auf hier so ein Upgrade Center gehen, damit wir eine Eco hinterherziehen können. Level zu finishen ist halt wirklich Pain Deluxe. Deswegen müssen wir uns einen guten Vorteil erarbeiten. Ich muss
aufpassen. Hup. Tür war gerade noch im Bau, aber das funktioniert so, glaube ich. Er hat gerade noch. So viel Stahl davor gebaut. Wo ist noch Holz da? Warte mal, bist du die 3? Räder bekommen. Komme ich dahin? Muss vielleicht. Wenn wir jetzt noch Strom hätten, dann könnte ich da vielleicht sogar durchkommen. Die hinteren Türen sind gerade offen, weil der repaired. Junge. Ne, der hat geklaut, okay. Ich muss hier einfach so zwischendurch, glaube ich, ein paar Stahldinger ziehen. Ein bisschen Stability. Einen gleichzeitig geschossen gerade? Das ist angefühlt. Aber ich kann Minen upgraden. Könnte. Stahl davor seine Hütte hat, ne? Oh, Damage. Kapp zusammen! Ich hab mich da fast bekommen. Mit dem oberen könnte ich tatsächlich, rein theoretisch. Ja. Nein! Ich hab Sniper. Okay. Oh! Bin noch drüber.
unbedingt die Gunner rausnehmen. Noch tiefer. Ich weiß nicht, was ich mit dem ganzen Stahl noch machen soll. Stecken wir erstmal zwischen. Hallo? Direkt alte Fiat. Neues Schild, oh, mein Schild ist gestorben, das habe ich nicht mehr gesehen. Puh. Nice. Läuft okay. Läuft okay. Geil, direkt ein Gegner. Mach ready und let's go. Moin. Hä? Sind die alle aus dem Chat? Oder was? War die doppelte Stability Note unten ein Missklick oder gewollt? Hatte ich zwei unten? Also nein, war ein Mistake dann. Hi. Steffen! LOL! Let's go. Wir spielen gegen Steffen, Chat. Okay, Chat, wir machen eine Wette auf. Gewinnen wir gegen Steffen. Michi Bisp. Balls. Oh Gott, warum? Wo ich bei Chat? So. Brauche ich noch? Brauche ich Lage oder irgendwas? Nee, Tag einfach gleich. Mine. Hat er eine zweite Mine gesetzt? Hat er eine zweite Mine gesetzt, okay. Oh, das wird. Also, das Game hier, das wird furchtbar. So viel kann ich schon mal verraten. Das ist reinstes Slugfest. Ich hab einen früheren Tag und er geht auf die Armory. Ne, er geht. Okay, er geht auf die Armory. Welcher Tag wie ich? Ich brauche ein Lager. Jetzt so einer bist du? So einer bist du? So, jetzt kriegst du die Retourkutsche. Ja. Kein Upgrade Center. Bislang, das ist nicht gut. Ich hätte einmal Stahl vom Kern verkaufen müssen. So. Shotguns kommen schon von ihm. Nicht gut. Ich
Vermutlich bin ich schon relativ dead damit. Dann kann man jetzt einfach alles wegsnappen, was er möchte. Der hat bekommen? Ja gut, ist GG. Ja. Also Abyss ist halt wirklich nicht schön. Wenn man gegen jemanden, vor allem gegen jemanden so gutes Spiel wie Steffen. Der genau weiß, was er macht. Da habe ich keine Schnitte gegen. Deswegen ist die Boxen hier sind auch ein Ticken zu klein. Wie snipet ihr den? Ist es ein AP-Sniper? Ah, es ist ein AP-Sniper. Ja. Ja, wir sind sowas von tot. Gucken, ob wir es hier hinbekommen. Weiß nicht, wo ich das hinplatziert habe gerade. Machen. Meine Tür ist kaputt. Wie ist meine Tür gestorben? Ja, lass noch ein Rematch auf einer richtigen Map machen, die nicht Abyss ist. Abyss ist jedes Match genau das. Rush auf Shotguns, wer sie zuerst hat gewonnen. das brauchen wir nicht machen. Aber wir machen direkt noch eine Wette auf. Geil. So, Tech. Hat schon einen Workshop direkt gesetzt. Vor seiner Windmühle. Oh, hier ist nicht. Effizient wegen dem Ding hier, das habe ich vergessen leider. Zweite Mine früher. Raum. Einzelne Streben. Geht mit drei Minen. Er hat schon Stability Tech auch reingezogen. Was ist sein Plan? Er hat schon ganz viel Stability reingezogen. Das verstehe ich nicht ganz. Warum er das jetzt schon gemacht hat. Im früheren Tier 2. Thank you.
Machine Gun. Warum hat er eine Machine Gun? Da hat irgendwas Dreckiges. Wasser. Will ich irgendwie absägen. Absehen wirklich. Nicht mit mir, Steffen. Die Strebe hier wird zu tief. Das ist immer so. Ken kommt. Ich muss mal hier Boxen rein für unseren nächstes Zeug. Wo ist die Wasser? Ist jetzt weg. Das heißt, den können wir natürlich einfach wegmachen. Und so machen. Lass mal Laser. Ja. Da hat mir Stability nochmal gekillt, ne? Irgendein Stability habe ich jetzt hier drin, ne? Gerne. Oh Gott, natürlich ist die Boxen zu klein gemacht. Und dann gibt es erstmal zwei Kennen. Windräder. Das wird echt ein Ackermatch hier. Oh, er hat nur eine Door. Mit dem einen Laser. Er ist greedy. Er ist so greedy. Oh, hast du tief geaimt.
Nein! Rast aus. Da ist noch irgendwas. Windrad. Der war zu hoch, das heißt so. Oh, ich hätte ihn fast gedodged, halt. Den hier gebe ich auch auf. Der macht Karibikurlaub. Den gebe ich auf. Besiegt bitte diese Bonvanute. Nice. Was wollten wir? Okay, der zweite muss höher. Hier noch Türen. Also der untere war gut so. Der obere war zu niedrig, der muss höher. Irgendwas drauf platzieren? Ja, kann ich gut. Die Box habe ich nicht zu klein gemacht. Wir machen hier mal ein Upgrade-Center rein. Wir brauchen Strom. Müssen die auch wieder schützen. Diese kleine Mini-Strebe hier ist gefährlich. Es ist hier hingekommen, ich wollte es hier hin machen. Oh mein Gott. Aber kann er mich töten? Ich glaube ja nicht. All meine Minen, das ist wichtig. Meine Schilde sind gerade offline, ich muss mir gerade mal Strom klauen. Gute Schilde, ich bräuchte hier vielleicht noch eins. Unsere Safe-Eco wieder aufbauen. Wir müssen eigentlich nur einen Snipe auf sein Plasma bekommen. Dann bin ich wieder im Game. Du hast 30 hoch, ne? Zero Damage. Komm da erstmal durch, Steffen! So. Mann! Hier hinten passt. Was fehlt mir noch? Oben fehlt noch das Lager hier.
Ist er durchgekommen? Was mal okay. Warte mal, kann ich nicht einfach so machen? Will er da durchkommen? Gar nicht. Korrekt. Mann, lass mich doch! Genau. Dieses Schild bleibt bestehen. Nein! Hallo! Was ist mit diesem Jungen los? Dieses Schild bleibt stehen. Was macht er gerade? Heavy Mortar? Oh, Junge. Ist aber auch echt. Was ich dich hasse, oder? Man kann ich nicht einfach. Dann Gunnar. Na, Antwort ist übrigens, nee, halt nicht. So, jetzt hat er aber all sein Pulver verschossen. Jetzt kann ich ja wieder aufbauen. Uiuiui. Das ist aber ganz schön wackelig hier. Durchkommen. Ja, alles gut. Brennt, ja. Heiß. Ja, heiß. Ich hätte nicht auf Kens gehen sollen, sondern auf Laser. Ja, komm. Auf Laser gehen sollen. Ich habe sogar seinen Firebeam einmal geschnipt, aber wie ist das nochmal alles zusammengebrochen? Wie ist das nochmal passiert? Hier. Jetzt hier zu mir. Ich hatte hier keinen Stahl mehr und ich glaube, er hat unten reingelasert, ne? Die hier war zu sehr belastet. Das Problem ist immer diese scheiß Note hier. Die ist immer zu tief, dadurch kann ich die Cannon nicht hier so gerade nach hinten platzieren. Und deswegen ist immer zu viel Druck hier vorne drauf. Ah, genau, der hat jetzt gesniped. Ich habe meinen Mintrad nicht placen können hier. Ich habe dann hier oben aus dem drauf geplaced. Ja. Das war's, ey. GG. Ach, Mann, ey. Hätte ich einen Mord, also einen Howie rausbekommen, wäre es vielleicht nochmal anders gewesen. Und ich habe viele Shots in den Berg gesetzt. Ich hätte viel mehr Shots auf ihn setzen können. Ist auch problematisch. Aber es ist ein starker Gegner, ich will weiter gegen ihn spielen.